Herzlich willkommen bei Liga Web TV. Heute berichten wir aus Mühlburg, wo der Gegner Karlsruher Fußballverein 3 Tage nach seinem 120. Geburtstag bei Schwarz-Weiß Mühlburg antrat. In der Kreisklasse C1 befinden sich diese beiden Karlsruher Traditionsmannschaften im unteren Tabellendrittel. Der Karlsruher FV in den rot-schwarzen Trikots, immerhin deutscher Fußballmeister im Jahr 1910, steht sogar auf dem letzten Platz und konnte seit 33 Spieltagen nicht mehr gewinnen. Schwarz-Weiß Mühlburg war mit dem bisherigen Saisonverlauf ebenfalls unzufrieden und stand mit 11 Punkten nur 4 Plätze vor dem KFV. Deshalb sollte am letzten Spieltag der Vorrunde endlich der erste Heimsieg der Saison klargemacht werden. Doch auch die Gäste hatten sich für dieses Spiel 3 Tage nach dem 120. Geburtstag des Karlsruher Fußballvereins viel vorgenommen. Ein Sieg zum Jubiläum, das wäre doch ein schönes Geschenk gewesen. Und so agierte der KFV durchaus gefällig und drängte die Hausherren in die eigene Hälfte. Nach diesem Freistoß gibt es einen Eckball für den KFV. Clark Augustin läuft in den Strafraum und zeigt an, wo der Ball hinkommen soll. Und Alessandro Manes köpft ein zur 0:1 Führung für den KFV. Schwarz-Weiß Mühlburg zeigte sich jedoch nur kurze Zeit geschockt und erspielte sich in den kommenden Minuten immer wieder Chancen. Mit Schüssen, Flanken und Kopfbällen versuchte man zum Erfolg zu kommen, doch KFV-Keeper David Kidwell entschärfte eine brenzliche Situation nach der anderen. Erst in der 36. Minute machte er dann einen entscheidenden Fehler. Den schon ins Aus stürmenden Andreas Picoretta packt er mit der Hand noch an den Fuß und bringt ihn im Strafraum zu Fall. Für den guten Schiedsrichter Alfons Lutz aus Stupferich eine ganz klare Entscheidung. 11 Meter. Und den verwandelt Henk Wettmann zum 1:1 Ausgleich. Nur 3 Minuten später kassiert der Tabellenletzte nach einer Kerze vor dem eigenen Strafraum dann auch noch den 2. Treffer. Picoretta nimmt den Ball Volley und trifft mit dieser schönen Aktion zum 2:1 für Mühlburg. Auch nach dem Seitenwechsel war Schwarz-Weiß in der Folge die stärkere Mannschaft. Immer wieder hatten die Hausherren die Möglichkeit, die Führung weiter auszubauen. Aber ein 3. Treffer wollte dennoch nicht gelingen. So kam der KFV auch wieder zu Offensivaktionen und hätte durchaus ein 2:2 erzielen können. Doch die größte Chance vergab eine Viertelstunde vor Schluss Alessandro Manes, der an Torhüter Thomas Hiller scheitert. KFV-Trainer Patrick Burgay war dennoch zufrieden, hatte er doch im Vorfeld die Mannschaft an die Ehre gepackt. Was soll man sagen, man hat einfach die Pistole auf die Brust gesetzt. Er hat gesagt, gerade die Ehre des Vereines mal aufzubauen. Er hat gesagt, Jungs, wie sieht's aus? Wollt ihr jetzt überhaupt noch oder wollt ihr nicht mehr? Na klar, aber kam da ein klares Ja, wir wollen nochmal. Ne? Und dementsprechend haben wir da halt noch ein bisschen aufgetrieben und haben gesagt, okay, wir starten nochmal durch, wir probieren es nochmal. Aber der Gegner, wie gesagt, muss man fairerweise zu sagen, hat sehr gut Zug gemacht hin. Also da haben wir relativ keine Chance mehr gehabt. Ich denke mal, dass wir auch nach der Winterpause wieder noch erfrischender mit neuem Zustoß weitergehen können. Also ist was geplant in Bezug auf Personal, ein bisschen was aufstocken, um das Saisonziel nicht als Letzter in der Tabelle zu beenden, sich, denke ich mal. Ziel ist es also, aus dem zweistelligen Tabellenplatz rauszukommen. Das ist definitiv da. Spieler sind auch schon gefunden, haben sich auch schon verpflichtet. Ja, wäre aber erst zur Rückrunde praktisch wieder da sein. Das Spiel ging nicht ganz so gut los für Ihre Mannschaft. Der relativ frühe Rückstand mit dem 1:0 für den Gegner. Wie war Ihr Gefühl zu diesem Zeitpunkt? Ja gut, ich habe kurz noch lang genug Zeit zu dem Zeitpunkt, zu spielen, dass man dann relativ schnell den Doppelschlag mit dem Elfmeter, mit dem schönen Tor von Andi Picoretta gemacht haben, hat natürlich erleichtern wirkt, klar, sicher. Im Großen und Ganzen habe ich schon gedacht, zu dem Zeitpunkt, das kriegst du noch rumgebogen. Ich habe eher jetzt am Schluss Angst gehabt, dass wir noch 2:2 kriegen. Ne? Aber das 1:0 hat zu dem Zeitpunkt bei mir keinerlei irgendwelche Spuren hinterlassen.
Also bisher sind wir eigentlich hoch unzufrieden mit dem Saisonverlauf. Wir wollten eigentlich in die ersten fünf kommen. Das haben wir klipp und klar gesagt. Ich habe eine gute Truppe. Es hat anfangs nicht ganz alles so gepasst. Jetzt haben wir ein bisschen einigermaßen aufgeholt. Ich will einfach sagen, ich möchte in der Rückrunde mehr Siege wie in der Vorrunde. Ich würde gerne den einen oder anderen Großen noch ärgern. Wir haben nichts zu verlieren, wir können ohne Druck spielen. Und auf nächste Runde hätte ich mal schon mehr erwarten. Also ich hoffe, dass wir die Testspiele auf die kommende Runde, die wir in der Rückrunde haben, nutzen, um ein gut eingespieltes Team für die kommende Runde zu haben. Natürlich möchte ich noch ein paar Plätze hochrutschen, klar. Also kann momentan nicht zufrieden sein, was wir da abliefern. Damit gewinnt also Schwarz-Weiß-Mühlburg mit 2:1 gegen den Karlsruher Fußballverein und erklimmt Tabellenplatz 10. Der KFV dagegen ersehnt die Rückrunde, in der man mit einem verstärkten Kader die Tabelle noch einmal von hinten aufrollen möchte. Am Ende zittert sich Schwarz-Weiß-Mühlburg also zu einem mühevollen 2:1 Heimsieg gegen den Tabellenletzten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Liga Web TV, 100% Fußball.